InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Eines sterile Vorzeigeunternehmen, die Wintersteiger AG, lud vergangene Woche zur alljährlichen Jahrespressekonferenz. Gewohnt waren die Erfolgszahlen, die das Unternehmen auch im vorigen Jahr trotz der bereits anstehenden Delle wieder geschrieben hat. Neu war die Anwesenheit des neuen Alleineigentümers Wolf Lange aus Deutschland. In zweierlei Hinsicht. Mit 1. Jänner hatte die LJH Holding die restlichen Anteile an der Wintersteiger AG übernommen. Kurz darauf verstarb bekanntlich der langjährige Haupteigentümer Rainer Bartram im Februar völlig überraschend. Wie ist die Option für die Zukunft? Wie sehen Sie den Blick in das Jahr 2009, 2010? Für 2009 sehe ich eine Art Konsolidierung, da wir als Wintersteiger, auch wenn wir gut aufgestellt sind, die Krise an uns nicht nahtlos vorbeigehen wird. Wir werden aber in 2009 alles tun, um unsere Prozesse zu analysieren, zu optimieren, um dann, wenn die Krise sich abschwächt bzw. wir aus dem Tal der Krise kommen, dass wir gestärkt daraus hervorgehen. Ob das Ende 2010 sein wird oder erst Anfang 2011, das kann ich im Moment nicht einschätzen. Der Konzernumsatz des aus drei Divisionen bestehenden Spezialmaschinenunternehmens befindet sich mit 91,5 Millionen Euro auf Rekordniveau. Die Divisionen Siedmech und Sports haben die höchsten Umsatzzuwächse seit Bestehen des Unternehmens erzielt. Ja, Sie haben vollkommen richtig angemerkt, dass wir 2008 ein sensationell gutes Jahr hatten. 2009 ist etwas durchwachsen, wo uns sicherlich unsere drei Linien und drei Produktgruppenstrategien und drei Divisionalstrategien zu Hilfe kommt. Einfach deswegen, weil wir im Bereich Siedmec und Sport auch für 2008 ein sehr, sehr gutes Jahr erwarten. Im Bereich Woodtec wird es sicherlich etwas schwieriger aufgrund der Immobilienkrisen, die auf der ganzen Welt sind, in der Kombination mit den Finanzeinflüssen der Finanzmärkte, die uns sicherlich hier schwerer zu schaffen machen, als uns lieb ist. Finanzvorstand Roland Greul freut sich über die sehr guten 2008er Zahlen, trotz der ab Herbst vorigen Jahres spürbaren Krise. Wir haben derzeit mit dem Jahresabschluss 2008 im Wintersteiger Konzern deutlich über 50% Eigenkapital, in der Muttergesellschaft sogar über 60%. Und das ist natürlich in Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, vor diesem wirtschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Hintergrund, natürlich ein unschätzbarer Vorteil, die Aufgaben, die vor uns liegen, auch bewältigen zu können. Schon im Juli werden die Saatgutfachleute aus ganz Europa in die Konzernzentrale nach Ried eingeladen. Anlässlich der Company and Fields Days wird es Werksbesichtigungen sowie Vorführungen und Testmöglichkeiten auch auf den Versuchsfeldern in Reichersberg geben. Um den Kunden noch bessere Finanzierungsmöglichkeiten zu bieten, werden verstärkt Aktivitäten mit regionalen Banken, der Europäischen Zentralbank und der Weltbank forciert. Vorstand Walter Aumeier über die Anstrengungen für die nächsten Monate und Jahre. Wir haben 2008 noch einen Personalaufbau hier im Standort gehabt. Insgesamt 25 Mitarbeiter mehr haben wir zu Ende des Jahres gezählt. Dieses Niveau können wir über das gesamte Jahr nicht halten. Wir müssen uns auch den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen. Wir haben bestimmte Maßnahmen gezogen, unter anderem Abbau von Urlaubsständen und Zeitguthaben. Punkt 2, ein Jahresarbeitszeitmodell, das vor allem für die saisonalen Ansprüche, die bei uns in Bezug auf Auslastung da sind, gegeben sind. Und wir haben uns aber auch im Betriebsbereich bis dato von 11 Mitarbeitern trennen müssen, wo wir glauben, dass wir damit über das gesamte Jahr sehr gut über die Runden kommen müssten. Kurzarbeit steht aber nicht an. Kurzarbeit, dem Thema haben wir uns theoretisch gewidmet, steht da momentan nicht an. Unter anderem auch deswegen, da wir doch durch die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Division sehr unterschiedliche Auslastungen auf den Kostenstellen haben. Aus momentaner Sicht, zumindest für das erste halbe Jahr, ist das kein Thema mehr. Trotz dieser schwierigen Zeit nehmen Sie auch heuer wieder Lehrlinge auf? Völlig richtig. Unsere
Strategie war es immer schon, in die Ausbildung unserer Mitarbeiter zu investieren, Fachkräfte auszubilden. Immerhin sind 90% unserer Mitarbeiter im Betriebsbereich Fachkräfte, die zum Großteil hier ausgebildet wurden. Wir beschäftigen aktuell 47 Lehrlinge und haben uns auch entschieden, für die Zukunft das weiterzuführen. Heuer im Sommer werden wieder 11 junge Burschen und Mädchen hier ihre Ausbildung beginnen. Mit der Wintersteiger AG hat Ried einen grundsoliden Betrieb, der trotz ausländischer Eigentümer seine produktive Zukunft im Innviertel sieht.